Guten Abend. Ja, Dezibel im Kopf berechnen. Geht ganz einfach. Ich zeige euch das dann gleich. Wie bin ich drauf gekommen? Und zwar bei diesem Video, da ging es eigentlich um logarithmische Skalen und da bin ich nebenbei auf Dezibel mit eingegangen und habe da jetzt eine Rückmeldung bekommen, dass das ganz nützlich sei, weil es da wohl kaum Videos über das Thema gibt. Gucken wir uns das mal an, der 20, also das 20-fache vom Logarithmus von und so weiter und so fort. Ja. Da gehe ich darauf ein. Ich verlinke euch das hier oben in diesem Bereich und ihr könnt es dann anschauen, beziehungsweise zum Schluss werde ich nochmal darauf verweisen, auf dieses Video. Da könnt ihr euch dann praktisch die ja, Grundlagen nochmal ganz kurz angucken. So, na denn, im Kopf berechnen. Nochmal zur Erinnerung, was Dezibel ist. Dezimeter, Zehntelmeter. Dezi ist ein Zehntel. Dezibel, Zehntel von einem Bel. Gut, man könnte auch sagen, zum Beispiel Dezi-Newton oder sowas macht man aber nicht unbedingt. Ne? Also Dezi wird nicht überall angewendet. So, diese Grundlagen, wie sich das zusammensetzt und dass es hier um Leistungsverhältnisse geht, beziehungsweise das habe ich, wie gesagt, in diesem Video nochmal kurz angesprochen und erklärt, wie sich das letzten Endes berechnet. Das soll nicht das Problem sein. Das habe ich hier übrigens aus Wikipedia jetzt genommen, weil sich das ganz gut macht. So, aber jetzt Überschläge und zwar auf die Leistung bezogen. Ich werde euch zum Schluss dann auch nochmal einen Dezibelrechner vorstellen. Das ist eine Webseite, das werde ich in der Videobeschreibung verlinken. Und das ist natürlich dann die ganz genaue Variante. Da geht es dann einfach um Berechnung von Logarithmen. Aber das manchmal hat man das nicht und man möchte überschlägig wissen, wie viel Leistung kommt denn noch an. Ein Beispiel. Und zwar hier auch aus dieser Wikipedia-Tabelle. Wir haben das früher ganz nebenbei auswendig gelernt. Und zwar hier P1 durch P2, also meinetwegen reingeschickte Leistung und daraus resultiert dann eine herausgekommene Leistung durch Verstärkung zum Beispiel. Da sind 40 Dezibel 10.000 oder 20 Dezibel 100-fach, 10 Dezibel 10-fach, ne, Logarithmus zur Basis 10. Daraus lässt sich das ableiten. Rund 4 sind 6 Dezibel, 3, demzufolge rund Dezibel sind rund das Zweifache und ein Dezibel merke ich mir immer als 5 Viertel, also 1,25. Das ist ausreichend genau, um das abzuschätzen. Und hier geht es ja nur um Abschätzen. Und dementsprechend sind minus 1 Dezibel nur das 0,8-fache, 4 Fünftel. Beziehungsweise ne, der Kehrwert von 2 ist 1,5, der Kehrwert von 4 ist 1 Viertel und der Kehrwert von 10-fache ist dann eben das 0,1-fache und so weiter und so fort. Gut, jetzt bloß mal zur Berechnung, wie kann man es rechnen? Eigentlich muss man sich bloß zwei Werte merken. Und zwar 10 Dezibel heißt 10-fach, das sollte man im Kopf haben. Und 3 Dezibel heißt rund 2-fach. Wenn man das hat, und ich merke mir noch gerne, 1 Dezibel ist rund 5 Viertel, also 1,25-fach. Wenn man das hat, kann man wie folgt rechnen. Beispiel, ich möchte wissen, wie viel 20 Dezibel sind. Dann kann ich sagen, Logarithmengesetze, Potenzgesetze und so weiter, gehe ich jetzt nicht drauf ein. Vielleicht verlinke ich das hier oben nochmal. 20 Dezibel sind 10 Dezibel plus 10 Dezibel. Ne? Das ist das Addieren der Exponenten oder letzten Endes der Exponent ist ja der Logarithmus auf eine bestimmte Basis bezogen. Also 20 dB, sagt man manchmal auch oder oft mittlerweile, 20 Dezibel sind 10 plus 10 Dezibel. Also muss ich rechnen, wenn ich Exponenten addiere, dann muss ich die Verhältnisse multiplizieren. Das ist ganz einfach. 10 mal 10 ist 100. Also ergeben 20 Dezibel 100-fach. Oder ich merke mir ja 3 Dezibel sind rund 2-fach. Also kann ich sagen, 6 Dezibel sind 3 plus 3 Dezibel. Also, da ja 3 das Zweifache bedeutet, 3 Dezibel ist Zweifache, sage ich, 2 mal 2 ist 4. Also sind 6 Dezibel das Vierfache an Leistung, wohlgemerkt. Wenn es um Spannungsverhältnisse geht, das ist was anderes. Da früher sagte man Feldgrößen dazu. Dadurch bin ich eigentlich auf das Video jetzt erst nochmal gekommen. Feldgrößen sagt man nicht mehr. Man sagt eigentlich, wie heißt es genau? Na, Mensch, ja, je nochmal. Leistungswurzelgröße. Ja, ne, die Wurzel aus 4 ist 2, die Wurzel aus 10 ist rund 3, irgendwas. Die Wurzel aus 100 ist 10. Dadurch kommt das Leistungswurzelgröße, sagt man heute dazu. Im Allgemeinen geht es aber um Leistung und deswegen merke ich mir die Leistungsgeschichte und die Wurzel ziehen kann ich im Kopf immer noch. Überschlägig. Ich kann keine Wurzeln im Kopf ziehen. Nicht, dass einer denkt, ich könnte sowas. So, anderes Beispiel. 1 Dezibel, sagte ich ja, sind 5 Viertel. Wenn ich jetzt sage, wie viel sind denn dann 2 Dezibel?
erinnere ich mich daran, 5 Viertel mal 5 Viertel sind 25 Sechzehntel. Das kann man im Kopf ausrechnen, indem man 25 durch 16 teilt und dann den Rest nochmal 90 durch 16, dann geht das rund 1,6-fach. Oder ich sage, minus 2 Dezibel ist minus 1 Dezibel minus ein weiteres Dezibel, sind also 4 Fünftel mal 4 Fünftel oder 16 25stel, kann ich auch sagen, sind 0,64-fach. Oder, da ich ja 4 Fünftel als 0,8, das geht leichter, 0,8 mir merke, sage ich 0,8 mal 0,8, 8 mal 8 ist 64, 0,64. Hier kann ich auch sagen, 1,25 mal 1,25 sind rund anderthalb ungefähr. Ja, passt. 3 Dezibel, wie viel ist das? Na, das weiß ich, das sind zweifach. Was sind dann 9 Dezibel? Na, 3 mal 3, also 3 plus 3 plus 3 Dezibel. Beziehungsweise 2 mal 2 mal 2. Merkt euch das lieber mit der Summe, das geht einfacher. Sonst kommt man dann durcheinander und sagt 3 mal 3, ach so, 2 mal 2. Nee, ne? Also 3 plus 3 plus 3 Dezibel sind 9 Dezibel. Also 2 mal 2 mal 2 ist 8. 9 Dezibel ist das Achtfache an Leistung. Ich kann auch umgekehrt rechnen. Ich sage, 9 Dezibel sind 10 Dezibel minus 1 Dezibel. Anders gesagt, 10 Dezibel sind 10-fach mal, und 1 Dezibel waren ja diese 5 Viertel minus 1 Dezibel, also 4 Fünftel. 10 mal 4 Fünftel. 10 mal 4 ist 40, 5 ist 8. Geht auch. Passt hier zu diesem Beispiel in der anderen Variante zusammen. 14 Dezibel, Beispiel. Bei Leitungsdämpfung, man hat ja nicht immer irgendwie ganz glatte Werte. Dann sage ich, okay, 10 Dezibel plus 2 und nochmal plus 2. Oder anders gesagt, 1,6 mal 1,6, 16 mal 16, 256 sollte man wissen. Also muss das 2,56 sein mal 10, Kommaverschiebung 25,6. Andersrum gerechnet, 20 Dezibel minus 6 Dezibel kann ich auch rechnen. Wenn ich Minus rechne, muss ich aber hier teilen. Also, ich sage auch gleich, warum ich das gehighlightet habe. Dann sage ich, okay, 20-fach bedeutet ja 100. Den Verstärkungsfaktor hat man dann drauf. Durch 4 ist 25. Also müsste ich das hier korrigieren. Es liegt aber bei 25, tralala, komme ich dann gleich drauf. Und zwar mit diesem Rechner. Machen wir es gleich. Wenn ich das hier eintippe, 14 Dezibel, aber als Energiegröße, und berechnen, sage, dann kommt 25,11 raus. Wenn ich es als Feldgröße, also nur als, zum Beispiel nur die Spannung, die Spannungsverstärkung nehme, dann kommt 5, raus. Und damit habe ich den schon vorgestellt. Ich werde den mal unten im Video verlinken. Noch ein anderes Beispiel. 30 Dezibel. Wie viel ist das? Also, das sind dann 10 plus 20 Dezibel oder 10 mal 100. 20 entspricht 100 und 10 ist 10. Also, 10 mal 100 ist 1000. Also 1000-fach. Wenn ich muss mir gar nicht immer die Kehrwerte merken. Wenn zum Beispiel eine Dämpfung da ist, also ich aus einer großen eine kleine Leistung gemacht habe, aus Versehen, und ich habe minus 30 Dezibel, dann merke ich mir, okay, das sind auch 1000-fach, aber der Kehrwert 1000-stel-fach. Da muss ich nicht mit Komma arbeiten. Wie viel sind 4 Dezibel? Na, entweder 3 plus 1, also 2 mal 1,25 sind 2,5. Ich könnte auch sagen, hey, nochmal. Ja, das sind. Ach nee, ist langweilig. 10 minus 6 Dezibel geht auch. So, siehe links, also jetzt zum Schluss kommen die Links hierzu, nochmal zu dem dB-Rechner. Aber wenn man den nicht hat, kann man im Kopf einigermaßen überschlägig sowas machen, nebenbei das übt. Also dieses gehighlightete, dieses Beispiel, was ich hier gerechnet habe, das werde ich dann verlinken. Ich hoffe, ihr schaut dann auch auf dieses nochmal, wenn ihr die Grundlagen nicht drauf habt. Und ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat und geholfen hat. Egal für wen. Man muss nicht alles wissen, aber es schadet nicht, etwas zu wissen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Haut rein und lernt schön. Und alles Gute für die Abiturienten dieses Jahr vor allem, ne? Bis dann. Tschüss.